Wenn man ein Video mit dem uralten Karlauer anfangen kann, warum liegt hier eigentlich Stroh überall herum, dann ist Budapest Pattaya Bike Week 2023 hier direkt in Pattaya. Für diejenigen Zuschauer, die das noch nicht kennen oder auch hier noch nicht gewesen sind, eine große Mischung aus Motorradtreffen, Volksfest, Verkaufsausstellung und natürlich jede Menge Live-Musik, Essen, Getränke, wie sich das gehört. Hier hat man die Chance, seine wilden Tattoos, seine Lederkleidung und alles, was einen zum Rocker so macht, mal richtig auszuführen. Man ist dann hier unter seinesgleichen. Wir sind heute am ersten Tag hier zur quasi Eröffnung, wo es dann halt noch ein bisschen ruhiger, ein bisschen überschaubarer ist. Wir gehen schwer davon aus, dass es am Wochenende hier richtig voll sein wird. Das Veranstaltungsprogramm ist natürlich auch entsprechend und für die Zuschauer, die sich für Motorräder und auch diesen ganzen Lifestyle rundherum interessieren, für den ist das natürlich genau jetzt die Zeit, dort mal aufzukreuzen. Zu finden ist es auch relativ einfach, zwischen Pattaya und Jomtien gelegen. Eigentlich muss man nur die Chaya-Brück Road finden und diese dann einfach der Ausschilderung folgen, immer geradeaus, so ein bisschen ins Pattaya-Hinterland. Als Orientierungspunkt kann man sich das Fußballstadion hier so ein bisschen merken, denn dort ist das gesamte Festivalgelände. Soweit heute gesehen, alles sehr organisiert. Das heißt, Polizei vor Ort, Ordnungskräfte vor Ort, die einem auch helfen beim Parkieren und so weiter, so dass diese ganze Geschichte hier von Anfang an ordentlich ablaufen tut. Wie gesagt, heute am ersten Tag, am ersten Abend noch relativ entspannt. Das wird hier übers Wochenende richtig, richtig voll werden. Die ganzen Enthusiasten, die sich halt für diese Motorradgeschichten hier interessieren, werden dann auch sicherlich mit der ganzen Familie und so weiter anreisen. Heute noch relativ entspannt, kann direkt vor der Tür parken. Und wenn man dann am Wochenende kommt, vielleicht muss man einen kleinen Fußweg in Kauf nehmen. Aber das Gelände ist sehr, sehr groß. Und da hier auch keine Fußballspiele stattfinden, hat man natürlich sehr, sehr viel Fläche, die man hier nutzen kann, damit die Zuschauer also auch hier vernünftig an- und abfahren können. Dazu ein riesiges Rahmenprogramm, wie ihr schon in den Bildern seht hier, mit Essen, Getränken. Und wer dann wirklich tiefer in die Materie einsteigen möchte, dem wird sicherlich hier auch der ein oder andere Händler weiterhelfen können. Motorradfahren in Thailand ist ja immer so ein bisschen, ja, auch so eine Glaubensgeschichte. Der ein oder andere mag es, der nächste hasst es dann wieder. Es ist natürlich ein Gefühl von Freiheit, über die Straßen, gerade im Norden und so weiter zu fahren, die dann auch entsprechend, ja, den gewissen Reiz bilden. Hier in dem normalen Stadtgewühle und so weiter ist man natürlich immer froh, wenn man raus ist aus dem Verkehr und so weiter. Aber Thailand ist ja groß, bietet auch viel freie Fläche, so dass man sich mit seinem Motorrad ein bisschen, ja, auch ausleben und ausfahren kann. Ich glaube, der ein oder andere Auswanderer wird auch wegen solcher Touren, die man hier sehr, sehr gut machen kann, Thailand als Auswanderungsziel genutzt haben oder eben als Urlauber dann diese Zeit hier entsprechend, ja, nutzt, auch auf zwei Rädern mal unterwegs zu sein in der Natur und so weiter. Ja, hier seht ihr schon so ein bisschen, alles so ein bisschen indianisch, cowboy-technisch angehaucht. Hier gibt es keine Diskussion, ob man sich hier kulturell irgendwas aneignet. Hier wird das alles genommen. Dazu große Bühnen für, also Konzerte, für große Live-Events, die man also hier in den nächsten Tagen noch durchführen wird. Die Line-Up habe ich jetzt nicht im Internet gefunden. Vielleicht ein kleines Manko der Veranstalter, dass die das nicht so richtig kommunizieren, oder ich habe nicht die richtigen Gruppen so auf Facebook oder irgendwas gefunden. Aber ich denke, liebe Zuschauer, wenn ihr euch hier für interessiert, wenn ihr hierher kommen wollt, dann habt ihr das irgendwo auch gefunden, um all die Informationen zu bringen, die wir jetzt vielleicht noch nicht hier haben. Was man sich natürlich anschauen kann und wo einen auch die Augen richtig groß aufgeben, ist die viele Technik. Diese Motorräder und alles, was man sich hier so anschauen kann, sind natürlich vom Feinsten. Über Geld spricht man wahrscheinlich bei solchen Maschinen nicht. Das ist auch nichts, wo man im normalen Straßenverkehr hier mal zum 7-Eleven um die Ecke am Abend fährt, um sich vielleicht noch das eine oder andere Chang-Bier zu holen, was man hier dann nach Feierabend genießen kann. Ja, allerdings, wenn man nette Gesellschaft haben möchte, an allen Ecken hier kleine Gruppen, die da miteinander reden, die miteinander trinken, die ihren Spaß haben. Sicherlich auch viele Motorradclubs,
wenn man auf solche Sachen steht. Vielleicht findet man hier auch dann Anschluss, dass man sagen kann, naja, das ist jetzt mal hier ein erstes Get-Together, mal so ein Zusammenkommen. Und später kann man vielleicht auch so Mitglied in einem Club werden. Es sind ja nicht immer diese ganz raubeinigen Typen, die dann vielleicht auch irgendwelche Schwierigkeiten und Probleme machen, sondern es gibt ja auch ganz normale Leute, die gerne Motorrad fahren, die gerne unterwegs sind, in der Gruppe, gesellig und so weiter. Wen sowas gefällt, also wie gesagt schon mehrfach, der ist hier genau richtig aufgehoben. Schau mir das hier einfach so an, das bunte Treiben. Wie gesagt, gutes Essen, laute Musik, also all das, was das Herz eines Rockers gerne hätte. Sicherlich wartet ihr schon auf die heißen Motorradmädels, die hier posen mit den Maschinen und so weiter. Heute am ersten Abend noch nicht ganz so viele von denen unterwegs. Vielleicht schaffe ich es nochmal hinzufahren. Sind ja dann immer so die Highlights. Warum liegt hier eigentlich so viel Stroh herum? Ihr seht, liebe Zuschauer, diesen Satz kann man hier wirklich mal wieder anbringen. Er ist uralt, wahrscheinlich schon älter als unsere Eltern, aber immer wieder lustig, immer wieder schön zu hören. Hier auch ein großes Festivalgelände, ihr seht das hier alles. Zum Glück ist das Wetter trocken. Ich glaube, wenn hier ein Matsch ist und so weiter und dann später nach einem Regen hier die Band spielen, dann wird das wahrscheinlich so ein ähnliches Konzert werden oder ähnliche Konzerte werden, wie man das in so Europa kennt, wenn es dann das Wetter schlecht wird. Vielleicht gehört das aber auch dazu. Das Motto, wie ihr seht es hier, Back to the Culture. Man möchte hier eigentlich wirklich den Zeitgeist, der so durch die ganze Welt wabert, nicht wirklich zelebrieren, nicht wirklich vernünftig sein, sondern einfach das Leben genießen, so wie sich das eigentlich als für normalen Menschen auch gehört. Frei sein, Motorräder, unterwegs sein mit guten Freunden, guten Kumpels und so weiter, das Leben genießen. All das versprüht dieses Festival hier einfach. Man ist willkommen, man diskutiert hier nicht über die großen Themen der Welt, sondern alles bewegt sich in einem vernünftigen Rahmen. Die eine oder andere Botschaft zum großen aktuellen politischen Geschehen auf der Welt ist hier auch vertreten. Kann man wirklich alles unterstützen, das ist klar. Und diese Dinge sind einfach noch, wie gesagt, die nächsten Tage hier in Pattaya auf dem diesjährigen Budapest Pattaya Bike Week. Liebe Zuschauer, wenn euch solche Themen in Zukunft weiter interessieren, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, gerne eure Erfahrungen zum Thema Bikertreffen, zum Thema Motorradfahren in Thailand und in die Kommentare. Dann sage ich danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Video auf unserem Kanal.